Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Eine gute Nachricht. Ich zocke ja alle NES-Games von A bis Z und ich bin jetzt mit B durch und komme jetzt endlich zu C. Ja, und was ist die schlechte Nachricht? Die schlechte Nachricht ist, das nächste Spiel ist Dance Aerobics. Und das ist ein Tanzmattenspiel und natürlich habe ich keine Tanzmatte, da ich das Ganze auf dem Emulator zocke. Es wird vielleicht ein bisschen zart, aber jedes NES gibt 10 Minuten. Also, da müssen wir durch. Beziehungsweise ich. Wir können ja auch einfach weiter zum nächsten Video gehen. Außerdem wollt mal sehen, wie ich hier die Tanzmatte schwinge auf der Tastatur. So, geht schon. Ich drücke mal hier einfach irgendwas. Ich habe hier einfach die Tastatur belegt. Okay. Bitte starten, Frau Aerobic-Tänzerin, Trainerin. Go. Okay, und jetzt? Geht schon los? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich würde gerne anfangen. Ich drücke Start, ich drücke Select. Wir könnten jetzt loslegen. Okay. Ja, let's go. Bin schon voll bereit. Aufwärmen, ja. Sehr gut. Muss ich die Z-Knöpfe drücken? Ich bin mir nicht sicher. Sie wärmt sich auf. Sehr gut. Was ich fand, dann, das ist ja ein bisschen die Vorstufe zu Wii Fit, oder? One, two, three, four. Okay. Mache ich das richtig? Ja. Das ist einfach so absurd, auf der Tastatur zu spielen. Also, wie fit fand ich ja ganz lustig, muss ich sagen. Habe ich ganz gern gespielt. Vor allem die Sportspiele fand ich ganz gut. Und das Wii Fit Plus auf der Wii U fand ich eigentlich auch ganz nett. Vor allem da gefiel mir dieser Aktivitätstracker, der die Schritte zählt. Und dann konnte man da virtuell so herumlaufen und gegen andere antreten. Okay. Ah, ist schwierig. Ist Fingerakrobatik. Ah, nein. So. Ja. Es ist mit den Fingern wahrscheinlich schwerer als mit den Füßen. Ah, ich muss mich echt krass konzentrieren. Ah, ich hab's schon wieder verdrückt. So. 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 Ja, da haben früher die Leute gesagt, da, Leute, das ist die Zukunft des Sports. Bald werden wir uns alle nur noch auf Tanzmatten bewegen. Fitnessstudios werden abgerissen. Ich finde ja, das hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit der Animation. Weil sie ist jetzt nicht ganz übel, aber ein paar Zwischenschritte wären jetzt nicht so verkehrt gewesen als einer. Okay. Das ist ja ein tolles Spiel, Leute, wenn man keine Tanzmatte hat. Supidupi. Lustigerweise hätte ich eine Tanzmatte für die Wii hätte ich eine Tanzmatte. Da habe ich mal billiger abgegriffen, wo am Flohmarkt. Aber die ist natürlich selbstverständlich nicht kompatibel. Okay, jetzt mache ich einfach die Grätsche.
Und so, so, so. Mann. Einfach nur Blödsinn. Okay. 5 Minuten sind um, Leute. 5 Minuten sind um. Noch mal 5 Minuten. Okay. Ja, ich bin mir sicher, es gab Leute, die damit einige Pfunde abgenommen haben. Oder auch einfach nur viel fitter geworden sind. Wenn man das durchzieht, ich meine, egal welche Bewegung ist besser als keine Bewegung. Ich kann mich ja noch erinnern, wie ich damals heftigen Muskelkater bekommen habe von, wie hat es geheißen? Wii Sports. Da habe ich immer Tennis gespielt. Und da habe ich, das habe ich exzessiv gespielt. Und da habe ich echt Muskelkater bekommen davon. Ja, wie Tennis, also wie Sports Tennis, ist wirklich ein großartiges Game gewesen. Ja, und zum Thema virtuellen Sport. Ich zocke ja immer noch ganz gerne virtuellen Sport, allerdings auf der Oculus Rift in VR. Da gibt es ein ganz cooles Boxspiel, das heißt Box VR. Und es ist recht fordernd. Also da kann man schon sicherlich mehr als nur ein paar Kilo verlieren. Wenn ich das 10 Minuten spiele, bin ich durchgeschwitzt. Optimal eigentlich für schlechtes Wetter. Dafür nutze ich es meistens. Bei schlechtem Wetter Feuerboxen kann ich nur empfehlen. Mit guter Musik. Man kann sich auch Musik selber aussuchen, zu der man boxen möchte. Das ist jetzt nicht wirklich Boxen, es ist eher so mehr Workout. Aber es geht echt rein mit Linksboxen, Rechtsboxen, in die Knie gehen und so. Bringt's total. Ich bin ja sowieso ein großer VR-Fan, aber eher ein VR-Sport-Fan. Wie zum Beispiel VR-Tischtennis finde ich auch ganz fein. So, da. Jetzt ist mein Workout aber bald beendet. Sonst kriege ich noch einen Krampf im Finger. Wie viele Leute das wohl schon Let's Played haben? Würde mich jetzt gar nicht so wundern, wenn ich jetzt der Erste wäre. Ah, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Leute, die die Tanzmatte haben und haben das schon richtig Let's Played mit Tanzmatte. Würde mich nicht wundern. Gibt's vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht nachgesehen. Könntest du mir vorstellen, dass das vielleicht schon wer gemacht hat. Ich würde es machen. Also wenn ich die hätte, wenn mir jemand die Tanzmatte schickt, ich mach's. Mir ist da nichts zu blöd. Und 10 Minuten würde ich auch von der Kondition sicher durchhalten. Trotz regelmäßigen NES-Games zocken bin ich immer noch nicht fett gefressen. Ah, es ist aber kompliziert. Welche Taste ist denn das hier? Okay, die hier. Und dann die hier. Oh, das ist übel. Das ist echt schwer jetzt. Ah, schon wieder Mystik. Jetzt sitze ich gleich sagen, hey, du bist urschlecht, Junge. Aber ich habe es lang durchgehalten. Ich habe es lang durchgehalten. Try again later. Relax and improve. Ja, relaxen werde ich jetzt, aber nicht bei diesem Spiel ohne Tanzmatte. Macht das einfach keinen Sinn, egal. Ich habe gesagt, ich zocke jedes NES-Game 10 Minuten und das habe ich hiermit getan. Ich bin hier bei 9:23 und so genau nehme ich es nun mal nicht. Ja, verklagt mich doch einfach. Ich gehe zum Endscreen, Leute. Das war ich. Das war das tolle Dance Aerobics, ein bisschen ein zacher Einstieg in den Buchstaben D. Ich hoffe, das nächste Game wird besser. Wenn ihr noch mehr sehen wollt,
wie ich wieder einen Controller spiele und nicht mit der Tastatur eine Tanzmatte emuliere, dann schaut mal da drüben nach, beziehungsweise da unten abonnieren, da gibt es jeden Tag ein neues NES-Game. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.